Eine der zentralen Herausforderungen, gerade für die kleinen und mittelständigen Unternehmen, sind die Themen Digitalisierung und weltweite Vernetzung. Die großen Konzerne im Automobilsektor, in der produzierenden Industrie machen es schon längst vor und leben es. Und damit ist klar, dass auch alle Zulieferer, dass alle Dienstleister im Kontext solcher Unternehmen, aber auch solche, die selbst im Innovationssegment unterwegs sind, dass diese sich mit diesen zentralen Herausforderungen beschäftigen müssen. Das heißt, die Frage ist, wie kommt man zu mehr Innovation, wie kommt man zu Ideen, um neue Innovationen zu erproben, zu erfahren, wie kann ich mich austauschen mit Dritten, um zu wissen, was ist State of the Art und vor allem auch in der Prognose, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu. Eine innovative Mittelstand, wie wir sie hier jetzt für Sachsen gerade erleben und initiieren, bietet genau diese Chance, in einem Netzwerk, in einem Ökosystem, genau in diesen Dialog, in unterschiedliche Formate einzutreten, um eben genau Anregungen für die eigenen Unternehmen mitzunehmen, um sich innovativ und zukunftsweisend aufzustellen. Und insofern ist es wichtig und richtig, und ich empfehle es, dass man sich in der Initiative Mittelstand auch für Sachsen und für die Region engagiert und sich mit einbringt.